Interdive 2024. Wir sind am Stand von Sun & Fun. Mir gegenüber steht der Jan. Jan, Servus. Was verkauft ihr den Leuten denn hier bei euch am Stand? Tauchreisen und letztlich weltweit. Das Schöne ist ja, wir sind ja unter einem Dach mit Nautilus, Subaqua und Sun & Fun. Mhm. Und jede einzelne Marke hat ein Spezialgebiet letztlich. Und dadurch können wir alle Gebiete abdecken. Mhm. Und jeder einzelne Tauchreiseveranstalter ist ein Spezialist und kennt sich dementsprechend sehr gut aus in seinem Gebiet. In welchem Gebiet kennst du dich am besten aus? Ich kenne mich am besten in der Karibik aus, ein bisschen Asien, aber hauptsächlich Karibik, das ist mein Zuhause. Dann lass uns doch kurz über die Karibik reden. Ziel 2025, welches wäre denn dein Tipp, wenn ich zu dir an den Stand komme? Wo muss ich unbedingt in der Karibik hin? Ich bin ein Riesenfan von Nicaragua. Gefällt mir richtig gut. Kennt nicht jeder, ist nicht so auf dem Bildschirm. Aber es ist ein schöner Insider-Tipp, weil es sowohl an Land, am Festland sehr interessant ist. Kann man gut rumreisen, gute Rundreisen machen. Gibt schöne alte Städte zu besichtigen. Und dann aber auch auf der karibischen Seite gibt es zwei richtig tolle Inseln mit schönem Tauchgebiet und so ein bisschen das ursprüngliche Karibik-Flair. Das klingt danach, als wenn du schon mal da gewesen wärst. Zweimal. Gut. Zweimal. Beide Male richtig stark. Richtig stark. Nicaragua ist auch für mich mehr Neuland. Wie komme ich da hin? Wie lange dauert es, bis ich dort bin, beispielsweise von Frankfurt aus? Ja, die Anreise ist schon ein kleiner Haken, aber das geht. Da kann man ein bisschen Not zur Tugend machen. Man fliegt über die USA nach Managua. Das ist die Hauptstadt von Nicaragua. Und da kann man dann eben schon einen kleinen Zwischenstopp einbauen. Also sprich, sich entweder nur Managua anschauen oder eben eine kleine Rundreise einbauen. Und dann geht es rüber auf die Insel. Mit einer Zwischenübernachtung. Also eine Zwischenübernachtung braucht man auf jeden Fall. Also rundum sorglos Programm ist es dann am Ende des Tages aber dennoch, oder? Ja, sowieso. Wir bauen alles zusammen. Also Flüge, Transfers, Inlandsflüge, die ganzen Transfers auf den Inseln und die Hotels natürlich. Alles klar. So, jetzt machen wir den Schwenk von der Karibik wieder zurück nach Deutschland. Ihr seid wo müsste ich mich hinwenden, um letztendlich tatsächlich bei euch eine schöne Reise abzugreifen? Na gut, wir haben unseren Sitz in München, aber gut, klar. Telefonisch, wir sind immer erreichbar. Ja, Jan, bis jetzt die Messe. Dein Fazit nach einer halben Stunde Anwesenheit? Genau, ich bin ja gerade erst angekommen. Also ich bin angekommen und habe direkt nach 2 Minuten ein Gespräch geführt. Da waren Leute für die Karibik. Und bisher sieht es eigentlich ganz lustig aus. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, am Wochenende tut sie noch einiges. Wir auch. Jan, ich danke dir. Prima. Und eine schöne Zeit außerhalb und in der Karibik. So machen wir es. Bis bald.